sind geil, weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, weil wir immer Gas geben. Gamer sind geil, und das, meine Lieben, lassen wir uns nicht nehmen. Und weiter im Text mit Pokémon Schwarz Edition 2. Im letzten Part haben wir Magby gefangen und haben es Pyro genannt und ja, jetzt geht's weiter. So, Freunde, hier oben können wir ja nicht hin. Sehen wir ja hier schon an dem Typ. War klar. Wir haben auch einen Professor in der letzten Episode gefunden. Wir müssen jetzt nur noch gucken, wohin der gehört. Mann. Mal gucken, ob das vielleicht hier... Nein, scheint nicht zu sein. Oh Mann. Oh, was haben wir hier? Das ist der Professor. Haben wir denn doch. Ja, oh. Ach, ist das die Arena 2? Oh, cool. Die sind ja mal genial. Muss ich jetzt jeden einzelnen besiegen? Ja, ich denke mal, das wird der Arenaleiter 2 schon sein. Wäre doch nice, oder, Freunde? Er hat Gift-Pokémon und Level 14. Oh, wir müssen hier unbedingt leveln. Wir müssen jetzt unbedingt mal auf einen Pokémon leider bleiben für die erste Zeit. Ich muss wieder nachleveln. Ihr seht es ja selbst. Und so kann es nicht weitergehen. Ja, wurde der Wassergang gesperrt. Das ist wie Aquaknarre. Hey, Penner. Verreck. Jawohl. Level 17 für Schuhe. Das wird Panzerschutz sein. Brauchen wir nicht. Nein, wir bleiben. Smogon. Das wird einer mit Gift-Pokémon sein. Das wird mein Leben lang gesperrt. Andere Strategie. Probieren wir ihn doch gleich mal aus, unseren Pyro. Yes. Blut. Pyro ist ein super Pokémon. So. Oh! Unser Schuko entwickelt sich. Mit Level 17. Jawohl! Ah ne, Ratzosch. Wir lernen es doch mal. Wir machen Energiefokus weg. Sicher ist sicher. Bingo. So, jetzt kommt noch die Gitarristin. Oh, die sieht mal cool aus. Aber nice, wir haben uns endlich weiterentwickelt. Aber Panzerschutz ist irgendwie unlogisch, oder? Oh, ich hätte beinahe was sehr Gutes weggeworfen.
Sehr gute sogar. Na, Glück gehabt, dass wir es nochmal gemacht haben, ne? So, und auf geht's zum Arenaleiter. Wir sollten aber erst nochmal... Ja, nach dem ersten Fail sollten wir das wirklich nochmal machen. Hauptsache, die Arena ist unten im Keller. Naja, ich muss die Miete nicht bezahlen. So. Wäre klasse, wenn wir schon den zweiten Orden hätten. Das sind wir ja recht fix. Ich laufe auch wie so ein Blödmann. So, ab in den Keller und den Orden schnappen. So, Kollege. Yes, Arenaleiter Nummer 2, Roxy. Okay, das ist eine Sie, wie es aussieht. Nice, Leute. Der zweite Arena-Kampf. Boah, Level 16. Na, gut Glück. Mit der neuen Attacke. Wow. Nice. Wie es aussieht, könnten wir es diesmal mit dem ersten Versuch schaffen. Aber jetzt nicht zu früh freuen. Was kommt auf uns zu? Das soll ein Scherz sein. Schutzschild. Ei. Was macht das? Gift. Verdammt. Freunde. Es wird nochmal spannend. Der macht Giftschaden, aber richtig. Aber wir haben es geschafft, Leute. Arena 2 mit erstem Versuch abgeschlossen. Orden online. Wenigstens nach dem ersten Fail ein zweites Mal Glück gehabt. Schön. Ja, danke. Ach, nice. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Nanu? Naja, wir gehen jetzt erstmal zum Pokémon Center. Die Musik ist scheinbar zu Ende. Wir gehen jetzt alle traurig nach Hause. Naja, die hatten sowieso keine Gäste. Was ist denn hier los? Hallo? Toll. Redet man einmal mit einem Mann, kriegt man den Pokéball geschenkt. Sollte ich öfters machen. So. Yes, Freunde. Schon zwei Orden in der Tasche. Läuft doch gut. So, jetzt können wir auch da hoch. Oh oh. Hast du Schaden? Du bist Dresche? Okay, nein, gut. Geh besser zu deiner Mutter, genau.
Oh, ist er mit? Okay. Oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Schmusereien. Was ist denn hier los? Naja, solange du mir nicht irgendwo rumfummelst, komme ich mal mit. Aha. Es kommt bestimmt wieder sowas wie ein Schönheitswettbewerb. Ja, ich komme hier mit. Ist das jetzt die Anmeldung oder wie? Okay, wir machen jetzt eine Art Kinofilm, oder wie? Das war jetzt ein Kinofilm oder wie? Ach du lieber Gott. Das Hollywood Pokewood. Okay. Jetzt gibt es ja auch eine Art Kino. Wo geht's denn jetzt lang? Ach, was denn jetzt? Ein Superheldenladen. Sag bloß, ich muss gegen die Superhelden antreten. Das ist doch der Superheld. Ja, mal gucken, wo es jetzt dahin geht. Scheinen wir doch gegen die Superhelden. Ja, da würde ich sagen, beende ich hier mal diesen Part. Und mal gucken, was es sich mit diesen komischen Power Rangern oder Superhelden auf sich hat in der nächsten Folge. Bis dann, euer Sen Ichiro.